mit nur 100 Euro, mit nur 100 Euro auf 1 Million Euro skalieren, ja, mit Online-Marketing innerhalb von nur 6 Monaten, unfassbar, unfassbar, hier auf Digistore, hier sind meine Beweise, bla bla bla. Ja, wie häufig haben wir das schon gehört, wenn wir uns für das Thema Geld verdienen, Online, Internet, Digitalisierung, Online-Marketing etc. interessieren. Und hier habe ich mal ein bisschen was zum Thema Return on Invest aufgeschrieben. Das wollte ich jetzt nochmal hier mal kurz, ja, denjenigen mitteilen, die da vielleicht auch schon mal ein paar negative Erfahrungen gemacht haben mit solchen nicht ganz so korrekten Angeboten. Also diejenigen, die sagen, hey, ich habe mit 100 Euro angefangen, habe das Ganze auf 1 Million Euro in was weiß ich in 12 Monaten oder irgendwas skaliert, die sagen, na gut, ich habe Facebook oder Google oder irgendwelche Plattformen genutzt, dort 1 Euro ausgegeben und 2 Euro Return on Invest. 2 Euro Return on Invest. Das heißt, ich bezahle Google oder Facebook, bucht von meiner Kreditkarte 1 Euro ab, ja, und dann hinten raus habe ich irgendein Produkt, wo ich 2 Euro eingenommen habe. Ja, Umsatz. Ja, Umsatz. Und das ist halt deswegen nicht ganz so gut. Und dann sagen die, okay, wenn ich diese Maschine gefunden habe, dann kann ich beliebig skalieren. Das ist doch super, ne? Weil ich weiß ja, für jeden Euro, den ich eingebe, dann kann ich 1.000 Euro eingeben, bekomme 2.000 zurück. Kann 10.000 eingeben, bekomme 20.000 zurück. Ja? Nur, also, das sind verschiedene Punkte. Und der wichtigste Punkt dabei ist zum Beispiel auch, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viel Umsatz ich mache. Denn es kommt ja letztendlich darauf an, wie viel Gewinn und noch besser, wie viel Cash in der Tasche habe ich letztendlich am Ende, ja, bleibt mir letztendlich am Ende übrig. Und was viele halt gar nicht irgendwie so transparent zeigen oder aufzeigen oder verdeutlichen oder was auch immer, ist, dass von diesem Umsatz, ja, wie viele waren da zum Beispiel Schorner? Ja? Das heißt, Leute, die was gekauft haben und haben gesehen, okay, ich habe 14 Tage Rückgabezeit, haben was gekauft und sehen dann, ja, so geil ist das Produkt gar nicht, ja, ich cancel das Ganze mal. Ja, wird kaum kommuniziert von denjenigen, die hier sagen, 1 Euro eingegeben und 2 zurück. Verzögerungen, ja, wie zum Beispiel irgendwie, der hat was gekauft auf Raten, ja, hat dann den Ratenzahler irgendwie ausgewählt und nach der ersten Rate entscheidet er sich, ja, das Produkt ist Mist, Storno, ja, genau das Gleiche. Oder er kann einfach die weitere Rate nicht mehr zahlen, weil er halt irgendwelche Zahlungsprobleme hat oder weil er einfach keinen Bock hat. Ja? Also all diese Themen, ja, vermindern ja sozusagen deinen Umsatz, ja, nur zeitverzögert. Das heißt, nur weil du auf dem Papier 2 Euro für 1 Euro Umsatz gemacht hast, heißt das noch lange nicht, dass du physisches Cash sozusagen tatsächlich dir übrig bleibt von entsprechend 2 Euro. Das heißt, dein Cashflow ist das Entscheidende und deine Zahlungsfähigkeit. Ja? Denn wenn du, sagen wir mal, hier eine Kampagne schaltest, Online-Marketing, okay, darum geht es in diesem Video, dann ist es so, dass du sofort, ja, dein Ad, also deine Werbekosten abgebucht bekommst von Google, Facebook und so weiter, dann ist es sowas von egal. Ja, ob du da jetzt gerade liquide bist oder nicht. Und wenn das einmal nicht funktioniert, dann wird sofort dein Konto, dann kriegst du irgendwie eine Warnung, glaube ich, und dann wirst du sofort gesperrt. Auf jeden Fall hast du dann sehr schnell Probleme. Im Gegensatz zu deinen Kunden, die bei dir gekauft haben, ja, da, wenn der jetzt nicht sofort zahlt, ja, da hast du dann zum Beispiel dein Inkassobüro, wenn du eins hast, schon installiert und so weiter. Natürlich gibt es auch viele Mechanismen, ja. Aber das dauert unterm Stunden wesentlich länger als wie der Timeframe, also das Zeitfenster, wo dir die Plattformen wie Google und Facebook die Kohle abnehmen. Das heißt, dieser Cashflow-Zyklus, ja, ist auf deiner Seite, ist also ungleich länger. Ja? Das heißt, du musst hier 1 Euro und 2 Euro raus. Du solltest hier letztendlich, ja, sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen, wenn jemand so seine Werbungen raushaut, weil du, was du in Wirklichkeit hier brauchst, ist, sagen wir mal, ja, 5 Euro. Ja, du bräuchtest eigentlich 5 bis 10 Euro,
ja, sagen wir mal 500% oder sowas, ja, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Okay, das wollte ich nur kurz loswerden. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg auf all deinen Wegen. Ciao.